Herzlich willkommen zu einem neuen Schiffsvideo. Schiffsvorstellung, Review angespielt. Nennen wir es angespielt, das wird wahrscheinlich am besten sein. Nakimov, Flugzeugträger der Stufe 10 der UdSSR, kommt ab nächster Woche mit dem Patch, dann mit Patch 0.10.10 für alle zum Erspielen. Und für uns ist sie jetzt fertig. Wir dürfen jetzt zeigen. Und ich dachte mir, ich pack mein Licht erstmal nach unten. Sehr gut. Da. Ach, was macht man nicht alles mit der Technik? Stream Deck funktioniert nicht. Licht kippt einfach nach unten. Es läuft super. Nakimov. So, Licht kippt wieder nach unten. So, lassen wir alles drin. Trefferpunkte, 67.100 Trefferpunkte. Haben also wieder ein bisschen was dazu bekommen von dem Achter. Torpedoschutz ist auch okay, 25%. Also ein paar Treffer halten wir aus von den Torpedos der DDs und der U-Boote. Aber allzu viel sollten das nicht werden. Ist halt ein Flugzeugträger. Flugzeuge gucken wir zum Schluss an. Das wird das große Highlight. Sekundärbewaffnung ist nicht ein Highlight. 7,3 Kilometer Reichweite. Und ja, wir sehen hier die Werte. 6x4. Wenn wir uns mal angucken. Den hier sieht an sich ein bisschen bedrohlich sieht's aus. Aber durch die Reichweite ist es eben, und auch, es ist Sekundärbewaffnung. Wir sind ein Russe, machen da nicht viel mit. Allgemein gehen wir ja eher auf die Flugzeuge, sollten wir ja auf die Flugzeuge gehen, denn wir sind ein Flugzeugträger. So, Flugabwehr ist ordentlich, aber auch hier ist wieder das Ding, im Optimalfall werdet ihr nicht von einem CV angegriffen. Sprich, so toll die Werte hier auch sind, ihr werdet es nicht so oft in Aktion erleben. Gerade weil ihr sehr häufig auch im Flugzeug sitzt und dem der ganzen Lasershow hier gar nicht zusehen könnt. Ist aber also recht gut. 487 so schon durch Explosionen. Wir machen 10 Explosionen. 1890 Schaden pro Explosion. Bedenkt aber hierbei bitte den Explosionen. Kann man ausweichen. Sollte man auch ausweichen, wenn man möchte, dass die Flieger überleben. Und Reichweite ist bei 6 Kilometer. Schlagbewaffnung, das ist die gleiche wie bei der Sekundäre, die 6x4. 130 mm. Und dann haben wir noch die kleinere 8x4. 57. Ohne die 100. Nur die 57. Manövrierbarkeit, wir sind ein Klotz. Wir sind von der Geschwindigkeit ein Klotz, der recht gut ist, 31 Knoten. Aber wenn die Kreisradius und Ruderstellzeit absurd hoch, dafür haben wir eben auch dafür haben wir den ganzen Stahl, den wir ja mit uns rumtragen. Die ganzen Flugzeuge, die wiegen nämlich auch ganz schön viel. Nee, auch hier werden wir sehr häufig nicht in Aktion erleben, denn das machen wir alles über die M-Taste, über den Autopiloten. Sprich, ihr werdet es dann merken, wenn ihr gegen eine Insel fahrt. Und dann könnt ihr den Wendekreisradius bzw. eure Ruderstellzeit verfluchen. Aber sonst werdet ihr sehr häufig einfach im Flugzeug unterwegs sein. Verborgenheitswert. Meine Güte. Verborgenheitswert 13,2. Bedenkt hierbei, ich habe die Verbesserung drin im fünften Slot. Wir kommen auf 14 noch was ohne. Das ist ein bisschen zu hoch, gerade gegen die Ds, gerade gegen die U-Boote. Daher habe ich das einfach runtergenommen. Zur Sicherheit halber. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Wichtigen. Flugzeuge. Wir haben Schlachtflugzeuge, Torpedobomber und Springbomber. Wer das von den anderen Videos schon gesehen hat, schon kennt, weiß, Springbomber machen extrem viel Spaß. Torpedos sind so lala und Schlachtflugzeuge waren auch noch okay, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei da die Ellipse bei dem Achter, wenn ich mich richtig erinnere, sehr weit war. Sprich, eher für große Ziele gedacht. Mal gucken, ob das hier bei der Nakimov genauso ist. Wir haben hier 1340 Trefferpunkte, recht wenig für die Schlachtflugzeuge, aber wir haben eine hohe Geschwindigkeit, 181 Knoten Grundgeschwindigkeit, 224 Höchstgeschwindigkeit, das ist super. Und wahrscheinlich der größte Unterschied zu dem Achter, auch bei den anderen Staffeln, ist die Anzahl der angreifenden Fluggruppe, denn für alle, die es nicht wissen, die Nakimov greift nur ein einziges Mal an, beziehungsweise alle russischen Flugzeugträger greifen nur ein einziges Mal an, die greifen gleich mit ihrer gesamten Staffel an. Sprich, wir haben 8 Flugzeuge in der Staffel, 8 Flugzeuge greifen direkt an, die mir den Angriffsbefehl gibt. 4 Raketen, 4050 Raketenhöchstschaden, das ist schon genial. Brandwahrscheinlichkeit 23%, ist auch schön. Und Durchschlagskraft 40 mm. Flugzeugwartungszeit liegen wir bei knapp der Minute, auch nicht zu unterschätzen. Torpedobomber, 1830 Trefferpunkte,
haben wir jetzt schon im Unterschied zu den Schlachtflugzeugen deutlich mehr Trefferpunkte, sind aber auch deutlich langsamer. 133 Knoten Grundgeschwindigkeit, 174 Knoten Höchstgeschwindigkeit. 7 Flugzeuge greifen an, 7 Flugzeuge sind also in der Staffel. Ein Torpedo wird abgeworfen, also insgesamt 7 Torpedos werden abgeworfen. 5200 Torpedo Höchstschaden. Problem ist hier die Geschwindigkeit, 43 Knoten, gepaart mit der Torpedo-Scharfschaltungsdistanz, die bei 867 Meter liegt. Das kommt durch unsere Reichweite. Wir haben 6 Kilometer Torpedo-Reichweite. Im Optimalfall soll man die so spielen, dass man die wirklich auf fast maximaler Reichweite abwirft, damit man gar nicht in die Flak lange ran muss, damit man gar nicht in die Flak rankommt. Aber erfahrungsgemäß sind die Gegner sehr einfach immer den Torpedos ausgewichen. Also ich kam fast nie dazu, diese 6 Kilometer wirklich mal sinnvoll einzusetzen. Denn der Gegner hat den Angriff gesehen und indem er den Angriff sieht, lenkt er schon weg. Und die Torpedos sind halt 43 Knoten. Sie holen also auf, bis auf einige DDs, die wegfahren können, holen die Torpedos also auf. Aber dass man mal wirklich mit allen 7 trifft oder mit der gesamten Staffel trifft, da muss der Gegner, muss man viel Dusel haben, da muss der Gegner in vielen Fällen einfach geradeaus weiterfahren und das machen die wenigsten. Flugzeugwartungszeit liegt hier bei 88 Sekunden. Also auch knapp 20 Sekunden mehr als bei den Schlachtflugzeugen. Jetzt kommen wir zu den Springbombern. 1560 Trefferpunkte, Geschwindigkeit 141 Knoten, Höchstgeschwindigkeit 183 Knoten. Also ein bisschen schneller als die Torpedoflieger, aber nicht mal annähernd so schnell wie die Raketenflieger. 8 Flugzeuge greifen hier an. Das heißt, wir haben 8 Bomben, die abgeworfen werden. Die Bomben hüpfen 3-mal. Wir haben also ordentlich Reichweite, die wir nutzen können. Und der Bombenhöchstschaden liegt bei 8700. Bei 51% Brandwahrscheinlichkeit und 54 mm Panzerdurchschlagskraft. Jo, nehme ich gerne mit. Flugzeugwartungszeit bei 76 Sekunden. Was wir auch noch sagen können, die Ausrüstung, ich habe das jetzt erstmal testweise so verbaut. Wobei ich noch nicht weiß, ob das final für mich wäre. Und was wir auch noch sehen, wir haben keine Heilung. Wir haben bei keinem der Flieger hier irgendwie eine Heilung mit. Wir haben den Jäger mit und wir haben den Motorboost mit, die Motorkühlung mit, aber keine Heilung. Sprich, das soll weiter den Fokus wirklich setzen, dass man versucht, auf Reichweite die Dinger zu spielen. Sprich, bei den Springbombern, wenn es geht, die 3 Sprünge nutzen, bei den Torpedos die Reichweite nutzen, wenn man das irgendwie kann. Und jetzt haue ich hier mein Mikro wieder weg. Mensch, geplagt von Fehlern und Problemen hier alles. Und bei den Raketenfliegern müssen wir mal gucken. Ist auch das erste Mal jetzt, dass ich die Nakimov spiele. Kleiner Disclaimer hier, ich bin kein CV-Profi, ich bin auch kein guter CV-Spieler, sprich, ich werde Fehler machen. Wenn ihr Fehler findet, könnt ihr die behalten und die dann selber besser machen, wenn ihr die Nakimov dann in eurem Hafen habt. So, und ich würde da mal sagen, nachdem wir uns Albert Maurer noch angeguckt haben, so ist der gerade geskillt, relativ Standard hier auf Überleben und ein bisschen auf Schaden, ein bisschen auf Geschwindigkeit. Ein weiterer Vorteil der Russen, den wir ab T8 haben, ist der Standard-Motor-Boost, wenn wir unsere Flugzeuge starten. Der müsste hier auch dabei sein. Werden wir gleich in der Runde sehen. Zumindest war er beim 8er dabei, da wäre es jetzt sehr merkwürdig, wenn er beim 10er nicht dabei wäre. Äußeres können wir uns nochmal angucken. So sieht die Typ 20-Tarnung aus. Also vorne auf der linken Seite blau-grau. Und rechts haben wir dann auch ein paar Rotstiche mit dabei. So klingt das Horn. Sterbender Wal gesichtet. Und ja, Signale, Standardsignale. Ich habe einfach auf alle Empfohlenen anbringen und dann hat er mir die eingebaut. Viel mehr braucht man hier auch nicht. Gut, Flugabwehrschaden könnte man mitnehmen, Sekundärbatterie könnte man mitnehmen, aber wird man in vielen Fällen wohl nicht nutzen. Ich baue es einfach mal ein. Ich habe so viele davon. So, das war's mit dem Hafen. Und ja, an sich können wir auch gleich ins Gefecht klicken. Jetzt wird's lustig. Alles in meiner Macht jetzt hier. Alles in meiner Macht. Hopse Bob mit sehr viel Damage. Ja, Hopse Bob mit sehr viel Damage. Stream ist übrigens auch dabei. Ja, also ich streame das Ganze. Daher nicht wundern, wenn ich da irgendwie in den Runden hier auch mal auf Fragen oder Aussagen oder sonst wie was eingehe. So, 9 Flugzeugträger, die suchen. Wow. Ah, hi, Nakimov. Nakimov. Hier die DDs. Zip. Und mit was habe ich immer angefangen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Das ist halt auch schon wieder 2 Monate her, dass ich die anderen gespielt habe. Das ist immer das Problem, wenn das so zeitversetzt ist. Weil als ich die anderen 3 durch hatte, und dann auch den Premium, die Skalov durch hatte,
habe ich mich wieder ein bisschen sicherer gefühlt. Aber das ist jetzt alles wieder weg. Genau, ich fahre mal einen Ticken rückwärts. Ich erinnere mich an eine Runde, wo ich mich hier hingestellt habe und dann hier einfach eine Kagero durchgefahren ist und fast schon hinter mir war. Das war nicht so cool. Daher bleibe ich jetzt mal ein bisschen weiter hinten. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob wir den Boost hatten. Geben wir in der Runde noch. So. Ja, noch ein kleines bisschen nach hinten. Wie gesagt, wenn es hier gut läuft, wir haben hier 2 bis 3 DDs, die hier Richtung AB fahren, kann man sich auch hier hinstellen. Aber das traue ich mich gerade noch nicht. Gearing decken, Sir. Moment, warte mal. Minnesota fährt schon rückwärts, auch nicht schlecht. Bin jetzt entdeckt, aha. Siehst du mal, dich habe ich gesucht. Ups. So. Einfach erstmal schroten. Und dann hier auch gleich. So. Ich werde jetzt gar keinen Angriff starten. Ich will ihn einfach nur weiter aufdecken. Vielleicht können sie ihn ja bedrohen. Dann machen wir mal hier von hier der Seite nochmal was. Ups. Verluste zu viel. Na, hätte ich noch weiter vorhalten müssen. So, und jetzt gehen wir mit den Springbomben hinterher. Line kommt auch noch. Minnesota kommt auch noch. Oh, da läuft fährt links lang. Gearing fährt da lang. Wir sehen jetzt hier die schöne Reichweite, die wir mit den Teilen haben. Und ja, Speedboost war auch mit dabei. Also wie wir es von dem Achter kennen. Zyklon zieht auf. E wird geholt. C sieht eher verloren aus. Öster ist da hinten. Oh, Gearing, Nebel. Oh, mein Angriffswinkel ist beschissen. Na. Ja, scheiße, alles daneben. Verdammte Axt. Oh, Gearing, warum nebelt der nicht? Der ist ja mutig. Jetzt nebelt der. Boah, später Nebel. Da hat er ordentlich kassiert. Ich fahre mal ein bisschen in die Richtung. Ich versuch's erneut. Intelligence Data. Ich hab's verkackt. Gearing, ich hab's verkackt. Den haben wir. So, Öster ist hier vorne noch. Sehen wir daran, dass ich schon entdeckt bin. Also hier oben wird er sein. Jetzt ist das natürlich das Problem, der hat die gute Flak. Kitzeln wir das mal so raus. So, den Bucky auch noch. Öster haut ab, Friedrich steht recht lustig. Kann mal versuchen, da anzugreifen. Und den einfach ein bisschen wegzudrängen. Nicht, dass der auf doofe Gedanken kommt. So, jetzt müssen wir meine Augen anvisieren, gucken und... Abwurf. Wir sehen die Anzahl an Bomben, die hier unterwegs ist. Keiner ist reingegangen. Doch, 2 sind reingegangen. Nicht durchschlagen. Warte mal, so wie der jetzt steht, werden die Torpedos fast noch besser. Wenn er nicht ganz so gut... Gut, der weicht ja nach oben aus. Ja, der weicht nach oben aus. Oder? Ich will mal noch einen Ticken näher ran. Und die DDs haben wir verdrängt. Am besten wäre eigentlich hier noch, mich hier irgendwie hinzustellen. Ich habe Angst, dass der Friedrich mich aufmacht. Hallo? Und ja, der Friedrich will es jetzt wissen. Was tut der da? Was will der da machen? So, Neustra ist drüben. Die haben aber noch einen anderen. Bleibt auch fast stehen, ne? So, Torpedos sind im Wasser. Könnten, müssten, sollten reingehen. Die Benham ist recht schon sehr gut dabei. Ja, gut. Der hatte noch 2400. Also der hat sich auch weggeworfen.
Gucken wir mal, ob wir denen drüben helfen können. Gegen Benham und Neustra. Aber Kremner wird auch gleich weg sein. Der fährt ja auch schon alleine rein. Yamato und Iowa. Haben wir Kreuzer? Wir haben zwei Kreuzer. Okay. Gucken wir doch mal, wo die Benham gerade lang fährt. Sehen ja, die, wo die Torpedos lang kommen. Jetzt bin ich offen. Sprich, irgendein DD muss hier zu sehen sein. Wie auch immer die... Der muss ja hier irgendwo sein, ne? Da. Setzen wir da mal ein Feld ab, aber der... Nee, der ist hier vorne noch. Was macht er denn? Versucht er jetzt, den Angriff abzuwehren? Ah, da ist die Neustra. Das tut weh. Das war nicht gut. Na, 8-3. Nehmen wir mal die Raketenflieger. Ah ja, und sehen auch das Symbol, dass der Boost gerade noch aktiv ist. In den Boost auch hinten und dann werden sie abgeworfen. Kanister, die uns den Boost geben. Ellipse ist recht groß. Sehen wir immer noch. Also eher für größere Ziele gedacht. Und die Öster muss hier irgendwo auch noch sein. Vielleicht auch hier hinten. Ich gehe erstmal auf die Lion. Ja, da ist er. Huch! Ach, weil ich über den Berg rüber bin. Jo. So, können wir auch wieder gleich nochmal versuchen. Mal vielleicht nicht über den Berg rüber. Und hinterher fahren vor allem. Auf die Insel will ich. Und die Öster aufdecken, damit Zed und Udaloy hier walten können. Bleib auf die Lion. Genau, der ist wichtig. Wo ist er? Puh, nee. Na komm, wann macht ihr? Aber guck mal, ich konnte sogar noch den Jäger rufen. Sogar noch in der Animation. Das ist gar nicht so doof. Normalerweise sage ich, nehmt immer gleich drückt gleich F und haut die Animation weg. Aber so konnte ich bis zur letzten Sekunde warten und die Jäger noch rufen. Das war ziemlich gut. Neustra hat jetzt einen Doppelkill gemacht. Hat unsere beiden DDs da rausgenommen. Das ist auch nicht schlecht. Glückwunsch, Neustra. Du holst die Runde gerade alleine. So, der wird gleich nach rechts weglenken. Das heißt, ich versuche mal von links anzugreifen. Den Cap kann ich aber leider nicht mehr unterbrechen. Na, auch wieder zu doll. Ah! Oh, arme Dorf. Habe ich voll vernichtet. Sehr eingerostet alles. Sehr eingerostet. Großteil unserer Leute ist unter B noch drin. Neustra kommt jetzt auch wieder in B rein. Das ist gar nicht gut. Na, hätte ich noch weiter vorhalten müssen. Dafür sind die nicht schnell genug. Schwierig, schwierig alles. Komm, machen wir nochmal. Jetzt sind die erst scharf. Boah. Boah. Jäger habe ich noch zwei Stück. Versuchen wir gleich nochmal. Würde auch fast sagen, das wäre gegen die DDs besser, wenn die ein bisschen weiter gefächert sind. Gar nicht so alle in einer Reihe. Das ist besser gegen Shiki und Yamato.
Jetzt die Frage, fährt der rückwärts? Der fährt rückwärts, ne? Der bleibt da einfach stehen, sage ich. So. Na, wirklich, die Stärken konnte ich noch nicht zeigen. Ah. Nee. Nee. So, Radar ist an. Da ist die neue Strecke. Ist einfach geradeaus weitergefahren. Puh. Frage, haben wir halt irgendwas, was die da angreifen kann? Na. Bei 8. Problem ist, ich habe keinen Jäger mehr mit dem. Hab die zu schnell benutzt. Zu viel benutzt. Und die Kapitän bekommt es auch einzeln. Ja, den McLean bekommt ihr auch einzeln. Da müsst ihr euch nicht das Schiff hier, die Schönberg, kaufen. Gott sei Dank. So, sind die noch hier? Haben die noch ihre Flak hier an? Hm. Aber nichts wirklich gut. Ich habe nur die Sprungbomben gegen die. Gegen die DDs. Oh, die Yamato habe ich hier gar nicht gesehen. Oh, der steht ja geil. Der steht ja richtig geil. So, Vorsicht, 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 Vorsicht. Nee, alles verkackt. Oh, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Yamato raus. Sehr gut. Ibuki kommt hier. Na, ja, die Shiki. Hm. Ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Rückwärts, danke. Oh, ich hasse es. So, wo sind denn die anderen? Was habe ich in der letzten Runde gemerkt? Also, die habt ihr im Stream nicht gesehen, aber die Jäger machen gar nichts. Jäger sind völlig sinnlos. Das heißt, einfach mal angreifen. Was soll schon passieren? Ups. Und gleich mal wechseln. Na, 4 Treffer. Ich hab 10.000. Vielleicht schafft die Sau den jetzt. Und nicht immer gleich W durchdrücken. Und Fehler machst du immer wieder. Das ist nicht gut. Jetzt natürlich genau an dieser Ecke da stehen. Grrr. Neustra ist ja auch noch. Benham ist ja auch noch irgendwo. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Ich habe ja doch zu viel Respekt jetzt. Aber hatten die sich hier nicht? War hier nicht? Ah ja. Ah, muss nur Megan. Ja, ja, ja. Genau so. Genau so, Digga. Boom. Und jetzt fährt er wahrscheinlich rechts lang. Und die Yogumo macht die... Hat die jetzt alle Schlachtsoldaten getötet. Verrückt. Verrückt, verrückt. Hm, na, der fährt auch jetzt bestimmt rechts lang, ne? Ja. Genau, genau. Ups. Flakwolken ausweichen. Nee, das wird nix. Das habe ich verkackt. Machen wir gleich nochmal. Machen wir auch diesmal mit den Sprungbomben. Weil jetzt die anderen, die Raketenflieger, besser gewesen wären. Blau haut leider ab. Das ist nicht ganz so gut. Für mich zumindest. Die Pucki. Oh, da bist du. Ach, doofer Winkel. Nee. Benham hat die Pommern getötet. Benham ist in der Mitte wieder. Hau mal weiter ab. Potterei, was? Er kräft. Ach, der ist im Nebel. Nee, der ist gar nicht im Nebel. Der Ebelmann ist da vorne schon. Was sagen, meine Aufgabe ist es eher gerade, die Ibuki zu töten.
Bin mir aber auch gerade nicht so sicher. Grad. So, wo bist du denn? Gehst du jetzt hier eiskalt durch auf der Suche nach mir? Nee, nicht eiskalt. So, gleich die nächsten hinterher. Na, dreimal durchschlagen, aber nicht wirklich Schaden gemacht. Der Klon geht gerade wieder nach oben. Jetzt bin ich offen. Die Insel ist gerade richtig doof. Hätte ich eher von links angreifen müssen. Hau ab, Digga! So, jetzt einfach mit Masse. Nein, die Falschen, das sind die Falschen. Na gut. Nehmen wir die doch trotzdem mal. Wir sehen, ja, scharf, also jetzt sind die erst scharf. 800 Meter. Hilfe. Aber, so wie der jetzt ausgewichen ist, müsste der für die Sprungbomben ein gutes Ziel sein. Neustra ist in A drin. Wird hier knapp. Aua. Das war richtig doof. Richtig beschissen. Ja, und ich habe hier nichts, was den irgendwie angreifen kann. Kann jetzt halt wieder ausweichen. War nicht gut. Na, bisschen was gemacht. Buffalo verfolgt, anstatt zu cappen. Gefährlich. Hätte mir ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut, muss jeder selber entscheiden. Dann verlieren wir das halt durch die Caps. Yamato kriegt den Cap auch nicht, weil er angegriffen wird. Ich bin schon viel zu lange an dieser scheiß Ibuki dran. Ja, kacke. Voll mitgenommen. Vorsichtig. Nee. Kein schöner Einstand. Wie viel Leben hast du noch? Ein bisschen. Ja, Hiesen hat auch nicht getroffen. Scheiße. Ja! Nein! Wächst noch was. Es reicht nicht. Nein, nicht Torpedos! Ah, jetzt nehme ich auch noch die Falschen. Team Cap. Ja, guck mal, Buffalo hat es jetzt auch gesehen. Wir verlieren durch die Caps. Cookie muss also auf jeden Fall noch sterben. Sonst haben wir große Probleme. Oh, die Neustra ist da reingefahren. Selbst von drüben wird er jetzt beschossen. Ach, falscher Winkel. Kack, Winkel. Alles ist. Diesen holt ihn sich. Sehr gut. So, viel Verbesserungspotenzial in der ersten Runde doch. Erstmal wieder reinkommen. Es ist so traurig, dass er A der Ibuki zu sehen. Wieso? Meinst du, die hat mich zu viele Flieger abgeschossen? Das ist jetzt mal interessant, wie viele Flieger ich hier verloren habe. Bei Ibuki. 5 durch die Ibuki. 6 durch die Shiki. Die habe ich auch kaum benutzt. Ibuki 7 Stück, okay. Ja, nee, das war Gordix. Das machen wir gleich nochmal. Loben. Alle loben hier. Die uns die Runde geholt haben. Und weiterkämpfen. Immer weiterkämpfen, gleich hinterher. Ich weiß noch nicht, wie lang das Video wird. Vielleicht mache ich das auch gleich so zu einer Art 1-Stunden-Video. Normalerweise machen wir eigentlich immer erst so ein angespielt und dann 1-Stunden-Video. Vielleicht kombiniere ich das jetzt einfach mal. So, Eternal Light. Danke für dein Geschenk-Abo an dich. Dankeschön.
David Wolf, 94, Dankeschön für 22 Monate. Wupp, wupp. Wupp, wupp an dich. Dankeschön. Ja, aber es ist traurig. Ja, es ist, ich meine, du kannst wahrscheinlich wenig Schiffe alleine hinstellen und sagen, kill jetzt mal bitte die gesamte CV-Staffel. Und das ist immer das Problem, oder anders gesagt, das ist einer der Gründe, warum auch die Sekundäre niemals bombastisch werden wird. Einfach, weil die Sekundäre in ihrer jetzigen Form automatisch abläuft. Du musst nichts machen, du musst nicht zielen, du musst nicht abdrücken, du musst gar nichts machen. Und die ballert einfach irgendwie. Und das ist automatisch. Und daher kann das niemals zu stark werden. Weil es ist eben nur die Sekundärbatterie und eben nicht die Hauptbatterie. Da müssten sie die komplett überarbeiten. Genau wie bei der FLAG müssten sie dir da auch komplett die Zügel in die Hand geben. Und dann könnten sie die auch verändern. Stärker machen, schwächer machen, etc. Dann wäre es mehr von dir abhängig und nicht vom RNG beziehungsweise hier von dem Zeitfaktor. So, was haben wir gelernt? Ich nehme mal die Raketenflieger. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welche. Torpedos sind mir zu langsam. Bei den Raketenfliegern muss ich auch lange vorhalten. Nicht so schön. 2DDs, gering Z. Zetaru, Petrus. Ja, Matos. Alter, was ist denn hier kaputt? Heute Japanertag. Der Wahnsinn. Und vielleicht finden wir einen schönen Kreuzer. So. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Jetzt sind meine Flieger erst offen. Sprich, keiner will hier hin, wie es aussieht. Was hatten die Gehring und Z? Ja, aber Großteil der Schiffe schon mal aufgemacht. Das ist gut. Ey! Petro und die Z. YOLO! Russenpower! Russenpower! Da. Gucken wir mal. Ja, naja. 4000. Moskwa und Sandua fahren da jetzt einfach bitte durch. Ob ich die mal mit Torpedos nerven kann. Salem kommt da auch noch. Boah. Ist aber einiges dann da in der Mitte drauf. Ein armes Jägerchen. Lebt wohl. Salem angreifen ist auch bescheuert. Allgemein in diesen Haufen da reinfliegen ist bescheuert. Lassen wir einfach mal so für die Petro was. Oh, ist da der feindliche DD? Kann das sein? Oh! Nanu? Okay. Ja. War mal nicht zu weit nach hinten. Nee, Torpedos. Könnte sein, dass welche reingegangen sind, aber dass die zu, weil ich nur noch drei sehe, dass die zu nah dran waren. Scharfschaltungsdistanz war das wieder. Die gute alte Scharfschaltungsdistanz. Die einfach zu hoch ist bei den Teilen. Werd der Z nochmal was setzen, dass der auch mal einen Angriff starten kann, wenn er möchte. Na, ah, der ist weitergefahren. Da aus seinem Nebel raus. Ich könnte den Sando angreifen. Jupp, der ist aus seinem Nebel raus. Und jetzt gebt ihm Leute links, rechts, geradeaus. Piu, piu, piu. Ich flieg voll in die Salem gerade rein. Blech, kotzen. Ne? Ja, das war mal ein guter Treffer. Komm schon, komm schon, komm schon. Ihr schafft das. Ihr schafft das. 500. Sandua will da gleich rum. So sieht das aus. Halten wir den mal auf, wenn das geht.
Das war super. Schön gemacht, Leute. Und ich halte wieder die W-Taste durchgedrückt. Nicht die W-Taste durchdrücken. Ganz schlechte Angewohnheit. Ganz schlimme Angewohnheit sogar. So. Ja, 16.000. Das war gut. War mal angezündet. Ich meine, Sandor kann das gut reparieren. Aber ist ein bisschen Schaden, der noch dazu kommt. Die sind alle kacke. Um dich da irgendwie hinzustellen. Und das kommt jetzt auch noch dazu. Jetzt schon Kollisionsrisiko. Na gut, stelle ich mal hier so hin. Oh, die Tops. Der eine, der ganz links. Könnte, sollte, müsste. Das wäre super. Ja, der Wickel ist doof. Der Wickel ist richtig bescheiden. Aber Vorteil ist, ich verliere erstmal alle meine Flieger. Das ist kein Vorteil. Und er ist schon tot. Sehr gut. Die Flieger für nichts verloren. Greife ich die Hindenburg, die da alleine ist, an. Salem ist fast tot. Aber Midway macht jetzt auch Bekanntschaft mit der Salem Flag. So, jetzt können wir ein bisschen näher ranfahren. Ja, doch. Machen wir mal so. Beziehungsweise ich mache erstmal die Hindenburg auf und gucke. Gucke und mache und tue. Nicht, dass der wieder ranfährt. Dann müsste ich dahinter stehen bleiben, wo ich jetzt stehe. Nicht die W-Taste durchdrücken. Jedes Mal. Das ist das Problem, wenn man die anderen Schiffe so spielt. Dass man dauerhaft W durchdrückt. Einfach, ne? Es ist kein Racing-Game, aber... So. Ich habe die Dings jetzt nicht aufgedeckt. Sehe ich gerade, die Hindi. Ah, ist nicht so schön. Viele sind hier alle auch nicht gut. Aber ich bin jetzt nun mal hier. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Schnell abwerfen, bevor ich hier zu viel verliere. Fünfmal getroffen. Ah, 7000. Nicht so schön. Und die Haru ist tot, ja. Das war leider zu erwarten. Das ist hier zu viel Unterstützung für ihn. Für die Z. Nebel ist er auch. Ja, im Nebel war er auch. Nicht gut. Da ist die Hindi. Und unsere Z, um Gottes Willen. Unsere Z. Wird er jetzt in den Tod? Gott. Sehr mutig. Diese Eier wieder. Ist der Nebel noch an? Der Nebel ist noch an. Scheiße. Oh, guck mal. Da hat wer seine Flak angelassen. Ja, ballert nicht auf den. Ballert auf die Petro, das ist gut. Scheiß auf die DDs. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Doch nur die DD, Alter. Was kann der schon? Und der Nächste, der da nicht raufschießt. Es ist zu geil. Ja, und auch alles daneben. Großartig. Großartig. Unsere Schlachtschiffe. Alle auf die Petro. Scheiß auf die Z. Jo. Der dem Tod. Der Tod. Na gut, das war zu erwarten. Warum auch immer der da YOLO reingefahren ist. Viel vorsichtiger spielen, Leute. Viel vorsichtiger. Der CV kann euch die Runde so schnell versauen. Da soll die Hindi irgendwo sein. Erstmal wieder ein paar Gegner aufdecken. Kollisionsrisiko, Sir. Nein, der fährt rückwärts weiter. Hab ich getrollt? Ist bei euch die Drops buggy? Nee. Boah, 11.000 trotzdem und angezündet. Das macht die Masse.
die Mother macht. Obwohl ist jetzt, die Hindenburg muss sterben, denn wenn der jetzt nach vorne fährt, habe ich hier ganz kurz nur Spaß. Fährt er weiter nach links? Ups. Ja, ich brauche einen Ticken zu lang hier. Für die Aktion immer. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, das habe ich ja voll verkackt. Naja, und er sucht mich jetzt. Na, Digga. Klatsch. Woo! Concentrate Fire, das wäre richtig gut. Nüt. So, gar nicht lang hingucken, der muss schnell sterben. Nicht lange schnacken hier, der muss weg. Ach, unsere Pferde mir jetzt auch was tot. Scheiße. Und die Hindi heilt sich. Und die Yamato ist tot. Leute. Ach, und ich habe wieder den Angriff verkackt. Okay, gleich weiter. Yamato tot, Salem tot, sehr gut. Nee, gar nicht gut. 15.000. Ja. Die sind schon cool gegen die längeren Ziele, wenn man das vorhalten kann, wenn die einem auch so Breitseite zeigen. Dann macht das schon Laune. Könnte auch, ja, der ist so schon tot, sehr gut. Torpedos empfinde ich gerade noch als die größte Schwäche hier von den drei Fliegern. Was das Treffen angeht. Na, guck mal, er greift jetzt mich an. Na gut, soll er machen. Autopilot Mode unable. So, den Angriff können wir uns sparen. Einzige, was ich da machen kann, ist da von hinten angreifen. Oh! Vielleicht gehe ich einfach mal auf den Kurfürsten. Und ignoriere einfach mal die Salem. So, dass die auch mal nach vorne fahren müssen. Na, Digga. Machen wir doch was. Werden wir doch glücklich die Runde. Bist du AFK? Ah. Könnte auch sein, dass der AFK ist. Na gut, greifen wir mal einen AFKler an. Nein. Nicht schon wieder, habe ich doch gerade. Scheiß auf die Torps. Wie die anderen. Nanire, das üben wir aber doch. Ja, vielleicht. Ich freue mich auf die Linie. Wieder hochspielen. Denn die unteren Schiffe machen sehr viel Spaß. Aber jetzt, wie gesagt, das war vor 2 Monaten, dass ich das gespielt habe. Das ist alles wieder zu lange her. Als dass ich da irgendwie noch sinnvoll agiere. So. Zu weit. Und gleich die nächsten. Ja, 6.000. Fehlt halt ein bisschen gerade von der Feuerkraft her. Dem steht aber auch ziemlich gut. Die Frage, komme ich da mit meinen Bomben ran? Oder müsste ich eigentlich rankommen? Normalerweise ist das nicht gut so abzuwerfen. So über den Berg. Wir gucken mal. Oh, ich habe mein Zeitfenster verpasst. Verkackt. So. Midway holt sich jetzt die Napoli. Warte mal, warum greife ich eigentlich nicht die Yamato an, sag mal? Kann man das irgendwie erklären? Scheiß auf die Salem, die Yamato steht völlig alleine da. Und die feindliche Petro hat jetzt schon 4 Kills. Heiliger Scheibenkleister. Der rockt rein. Hey, guck mal. Oh, Autopilot hat mich sogar dahin gebracht, wo ich hin wollte. Das gibt's ja gar nicht. Yamato, lenkt er weiter nach oben? Nee, der bleibt ja noch.
Aber der frisst auch gerade schon ein bisschen zu viel, als dass sich das hier noch lohnen würde. Da. So, Shikishima Z, Petrus ganz links. Gehen die irgendwann rein? Ja, okay. Bisschen gedauert. Und guten Abend natürlich auch an alle, die eingeschaltet haben. Was geht ab? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Samstag. Und könnt jetzt ganz entspannt das Wochenende genießen. Hast du schon zwischen Tarnungsflug über Mod gewechselt? Nö. Meine zweite Runde. Ich habe noch nicht gewechselt. Ich sag mal so, Fliegerprobleme habe ich gerade noch nicht. Also, dass ich zu wenig Flieger habe. Problem ist gerade eher, wie ich meine Angriffe hier verkacke. Beziehungsweise, wie ich angreife. Das war gut. Das waren... Was? Nee, das war schon auch draufgerechnet. Ich wollte gerade sagen, das waren jetzt nicht 8 Treffer und 1000 Schaden, glaube ich, zumindest. Wäre komisch, wäre komisch. Der brennt sogar noch. Und er lenkt leider ein, sodass er ausweicht. Sogar zweimal noch getroffen. Ja, aber es reicht nicht. Da fehlt der Schaden. Alles Kleckerschaden. Nicht die W-Taste durchdrücken. Junge, wie oft willst du das eigentlich noch machen? Ich weiß es nicht. So, alle versuchen sich jetzt hier irgendwie noch zu retten. Oh, schöner Treffer. Auf unsere Sandy. Schön gemacht von ihm. Von der Yamato. Und wie viel die Petro noch hat. Na, jetzt muss ich den Angriff leider beginnen. Da, vielleicht reicht's, vielleicht auch nicht. Ach, zwei nur. Reicht nicht ganz. Und ich schätze mal, das kann er gleich reparieren, den Flutungsschaden. Wobei, noch tickt es. Sehr gut. Aber wir sehen es halt. Ne? Schlachtschiffe schießen halt nur auf Schlachtschiffe. Die Idee sind halt deutlich wichtiger. Oh, die Salem. Ach, kacke. Ach, komm. Nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt kannst du auch nicht mehr... Da war auch nicht mehr ausweichen. Jetzt ist... Haben wir verkackt und die Napoli ist eh tot. Ja, 158.000 auf... Das war, guck mal, das war jetzt ein Durchschlag. Jetzt war die Anzeige richtig. Schade. Lustige Runde. Knappe Runde. Nicht wirklich. Aber er lief deutlich besser als in der ersten Runde. Habe mich da ein bisschen sicherer jetzt gefühlt. Jetzt ist man wieder ein bisschen mehr drin. Gerade was das Abwerfen angeht. Positionierung ist noch ein bisschen problematisch. Ah ja, er kommt wieder zu mir. Ja, komm zu mir! Komm! Gib mir die Fliegerkills! Ja! Gib sie mir! Komm, da müssen aber... Ja, komm, 4-5. Nein! Von den Angreifenden! Nicht von den Jägern! Scheiß auf die Jäger! Ja, Z ist hier oben irgendwo. Da ist die Salem. Der drücke ich noch ein. So, diesmal verpasse ich mein Zeitfenster auch nicht. Zeitfenster ist hier vorne, ja. 90! Jawohl! So will ich das. Alter Falter, da schlägt der Lacker wieder zu. Meine Fresse, das gibt's ja gar nicht. Das Schiff ist definitiv zu stark, findest du? Guck dir mal meine erste Harugumo-Runde, nicht Harugumo, meine erste Hakurio-Runde, meine erste Midway-Runde an.
Da bin ich auch an diese Schadenswerte gekommen. Ohne irgendwie was zu machen. Und meine erste Audacious-Runde ignorierst du bitte. Die ist nie passiert. Da war ich nämlich, glaube ich, bei 40.000 Schaden am Ende. Das war vollkommener Krampf. Wie viel Damage waren das gerade? 9.000 plus abgefackelt. Und das war's. Okay. Vor oder nach dem Wirk? Nach dem Wirk. Hat ihn mir der neu erspielt. No, das war, ist jetzt nur so viel, weil ich irgendeinen Auftrag abgeschlossen. Genau, ich habe diesen Auftrag abgeschlossen. Das war okay. Gegner hat deutlich geiler gespielt. Petro, Alter, was der alles gemacht hat. Salem auch, richtig geil. Viele Flieger gegen die Z und die Salem verloren. Gut, die Z habe ich 4 oder 5 Mal insgesamt war die in meinem Angriffsweg. 2-mal hatte ich die, glaube ich, angegriffen und 3-mal war der bei der Shiki, bei der Salem, bei irgendwelchen anderen war der auch noch mit dabei. Und hat mit geballert. Der Kurfürst hat 7 Erfahrungen. Na, der wird sich freuen über diesen Sieg. Weißt du was? Komm, wir machen einfach weiter. Das passt schon. Was mich freuen würde, ich mag den Spielstil, einfach weil man nicht hin und her und Angriff und Angriff und Angriff und Angriff, sondern man greift einmal an, Staffel kommt zurück. Eben, wie ich, das ist wie früher die CVs. Deswegen würde ich es fast schön finden, wenn diesem Spielstil alle CVs bekommen. Und dass man dann die Schadenswerte eben anpasst. Ich meine, natürlich ist das jetzt hier eine Besonderheit von dem Teil. Aber es ist, ja, so wie ich die CVs eigentlich kenne von damals. Und nur ein DD hier. Ach du Scheiße, das wird ja jetzt eine Runde. Komm, ich starte mal mit denen. Inseltechnisch, ich könnte mich hier hinter verstecken. Da wäre ich wenigstens ein bisschen näher dran. Na gut. Bei der Aura ist das Problem, dass die von Spot Damage lebt. Ja, das... Und allgemein hat mir das... Die, auf T6 fand ich die geil. Auf den höheren Stufen wurde das irgendwie nicht mehr so lustig. Ich könnte gar nicht sagen, warum das jetzt... Kann natürlich alles RNG-mäßig. Ne? Wenn ich auf T6 mit jedem Angriff 2 bis 3 Mal anzünde, dann ist das natürlich geil. So. Na, Freddy. Na, Roni. Na, ihr. Was macht ihr alle? Gehen wir nachher Party? Gehen wir nachher Party machen? Nee. Ich wollte gerade... Ich hatte überlegt, für eine Sekunde, ob ich dahin fliege. Nope. Nope. Ja, die haben schon ihre Jäger hier started. Na, Colli. Na, ich glaube, der wird gleich einfach Gas geben. So, ich würde gerne hier hin. Na, 2000 Schaden. Bei Bert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schiffe sind offen. Nehmen wir mal die Springer. So. War 30 Minuten AFK, aber da ist er aber noch immer noch am Fliegen tun. Ja, warte mal, ich muss mal gucken, wie lange die Aufnahme schon geht. 53 Minuten schon. Komm, jetzt wird eine Spezialfolge. Das wird eine super Spezialfolge. Wie viel Geld würdet ihr jetzt setzen, dass Friedrich und Buffalo immer noch nebeneinander stehen? Friedrich ist nämlich ein richtig geiles Ziel. Taschkent ganz außen. Jetzt aber dauerhaft offen. Da müssen die so gesehen nur raufballern. Wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Friedrich. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Friedrich. Hops und hibbeli-hobbeli. Na, 6000. Aber angezündet. Jetzt können wir gucken, ob er den Brand löscht und gleich mit den Torpedos hinterher. Oder ob er das... Ja, nee. Lässt er aber noch ticken? Okay, finde ich gut. Und Buffalo und Drohnen sind weg. Das ist ganz wichtig.
müssen wir nicht mehr ganz so viel Flak, haben wir nicht mehr ganz so viel Flak gegen uns. Python, die Iowa rechts ist auch ein gutes Ziel. Ach Mann, sind alles so gute Ziele. Und ich muss mich mal anders positionieren. Denn die haben hier, sind hier ein bisschen stärker aufgestellt als wir. So, jetzt hat er gelöscht. So, jetzt mit den Torpedos. Was? Steht der? Dort wird der stehen. Ja, bisschen früh musste ich abwerfen. Ach, die Kolbeer steht da auch noch neben der Iowa. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. So, komm, 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 komm. Geh rein. Ach, verdammt. Nur einmal Flutung. Es hätte auch ruhig mehr sein können. Ruprecht ist raus. Wir hatten eine Ruprecht. Wir hatten eine Ruprecht. Paolo ist auch raus. Ach, scheiße. Okay. So eine Runde wird das also. TV minus 1. Jupp. Weil du da allein gegen 5 Leute kämpfst, ist der CV schuld. Nach nicht mal 4 Minuten ist der gestorben. Boah, ey. So, du stehst immer noch. Du stehst immer noch. Ein Freund. Na, Digga. Machen wir weiter. Unser Knoll ist auch geil. Nicht schlecht. Ja. So. 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 TV ist doch immer schuld. Na klar, ist die TV schuld. Natürlich. Ich habe 1 versus 5 nicht gewonnen. Der CV minus 1. Also, das geht ja gar nicht. So kenne ich die World of Warships-Spieler. Einige World of Warships-Spieler, ne? Nicht alle. Das ist cool. Guck mal, der hat schon mehr gemacht als der Großteil von unserem Team hier zusammen. Cap geholt. Und die trauen sich bei A immer noch nicht rein. Der lenkt gerade weiter nach links. Dieser Schuft. Dieser Luftikus. Dieser Friedrichfahrer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Bisschen früh, vielleicht. Komm, komm. Jawohl. Rennt wieder zweimal und ist raus. So. Iowa rechts. Versuch mal mit den Torps was zu reißen. Oh, wobei der so fährt, dass ich entweder von hier oder von hier angreifen müsste. Beides nicht so schön. Wenn die so weit vorfahren, selbst schuld. Ja, oder... Muss ja nicht mal vorfahren. Einfach gucken, wo der gestorben ist. Die Gegner waren die ganze Zeit offen. Der wusste also, der hat ordentlich Unterstützung im Rücken und fährt nicht weg. Ja, da kann ich dann auch nichts machen als CV. Kann ich dann auch nur lachen. Aber hey. Die Leute werden schon wissen. Ne, immerhin hat er sich seine Paolo ja auch erspielt. Und das dauert auch eine Weile. Also der ist bestimmt ein Profi. Ja, oh nee. Nee, 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 nee. Das war kein... Also sah jetzt auf jeden Fall nicht nach einem schönen Abwurf aus. So, du kannst mal so fahren. Na. Ah. Oh, doch, 5 Treffer. Ich hab nichts gesagt. Geiler Abwurf. Huch. Ja, nein. Oh, okay. Diesmal... Durch Dodge-Schaden jetzt schon bei 102.000. Na, das ist doch was. Er macht was ganz Verrücktes. Er will jetzt in die Reihen pushen. Geht jetzt volle Breite zu allen Leuten von C. Das kann er nicht lange überleben. 5 Folge 6 ist okay. Ja, ne? Aber vom Winkel her dachte ich, fährt er einfach geradeaus weiter und ist zu schnell. Aber war zum Glück nicht der Fall. Moment, hat er das repariert? Oh, schnell hin! Muss anzünden! Ganz schnell! Ich habe gerade Schwein, dass die so ein bisschen alleine fahren. Dass die Kreuzer sich eher zu den Inseln ausrichten. Komm schon. Ups. Ein Lecken. Angriff beginnen. Denn er lenkt schon weg.
Ah, ein bisschen zu hoch, wa? Ja, nur einmal angezündet. Verdammter Mist. Das reicht nicht. Aber 16.000 gemacht, 12.000 irgendwie so. Hat er aber ordentlich kassiert. Vielleicht kann die Drake ihn jetzt erledigen. Ich würde mich gerne auf die Mitte jetzt konzentrieren, aber die Iowa, die fast tot ist, wäre halt auch schon wichtig. Und ich habe die W-Taste wieder durchgedrückt. Verdammt. So. Sehr gut. Das war wichtig. Und Drake hat überlebt. Ganz wichtig. Ganz wichtige Aktion. Oh, Lion kommt nochmal weg, so wie es aussieht. Das ist auch super. Mensch, Leute. Das wird ja hier noch richtig spannend. Ach, Kolbe erste auch. Na, kein guter Angriff. Ja, Sorbius, ne? Sorbius steht als einziger irgendwie alleine. Muss ein Tick näher ran. Fällt mir gerade nicht, wie weit weg ich bin. Dachte eigentlich auch, die pushen hier lang. Aber machen. Ach, scheiße, Lion ist jetzt doch tot. Das ist nicht gut. Und unsere Leute sind alle hier hinten. Ha! Wieso, Leute, wieso? Was los? Ah. Kann ich Englisch-Deutsch kaum auseinanderhalten. Ja, ich habe manchmal auch richtige Probleme. Dass mir das englische Wort sofort einfällt. Ich weiß die deutsche Bedeutung. Ich weiß das deutsche... ich weiß das deutsche Wort nicht so rum. Ich müsste es eigentlich wissen. Aber ich... Ich gucke zu viele englische Serien und Co., dass ich da nicht klarkomme. Damit wäre das gut gesetzt. So, die Flak dürfte nicht ballern. Das ist ja unfair. Das ist ja ein... Na, 5.000. Ah, nee, 10.000. Ja, die Taschkent ist halt richtiger Mist. Und zurück. Falsch. Und jetzt durch die Taschkent können wir jetzt auch wegdrehen, denn der macht uns gleich auf, macht mich gleich auf. Und nur die Petro kommt zurück, der Rest, die drei Schlachtschiffe, vorwärts, bis in den Tod. Oh, das wäre wichtig. Yoshido, du schaffst das, Yoshido! Ich guck mal. Jawohl, schön gemacht. Und du hast den... Hatte ich dich angezündet? Das ist gerade gar nicht mehr. Hüpf und... Oh, schöner Treffer. Sprungbomben. Nichts anderes als Sprungbomben. Sprungbomben sind super. Sprungbomben sind geil. Die rotzen. Da... Jetzt durch die Taschkent, dass die weg ist, können wir eigentlich wieder ein bisschen offensiver hinstellen. Vielleicht an die Insel. Oh, geile Salve, Petro. Schön gemacht. Jetzt ist die Frage, fährt die Kolbert weg? Oder nicht? Bleibt er? Ja, der ist noch an der Insel. Aber das wäre das nächste große Ziel, was weg müsste. Ich versuche mal da zu helfen. Aua. Petro, ich helfe dir. Glaube ich. Drei Treffer. 7.000. Das war gut. Nehmen wir mal die Torpedos. Vielleicht können wir die Soyuz jetzt angreifen. Der steht nämlich gerade schön. Wer haut ab. Ja, komm, machen wir so. Machen wir weiter so. W-Taste. Drück nicht immer diese arme W-Taste durch. Kacke, man hier. Ach, du Dovi. Denkst jetzt auch so schön ein. Jetzt hätte ich von unten an. Jetzt hätte ich hier hinfliegen müssen. Das wäre geil. Zumindest jetzt hat er nämlich die Kolbeer auch flakmäßig im Rücken. Ich muss da jetzt ein bisschen tricksen. Gucken, dass der hinter der... Oh, scheiße, die Petro ist tot. Gucken, dass der hinter der Insel ist. Mich da nicht beschießen kann. So, müssen wir... Ja, lenkt schon ein. Das ist nicht gut. Petro auch tot. Gar nicht gut. Ey, die Leute kommen zurück von oben. Woo!
Ja, alles daneben. Drake hat auch nicht mehr viel. Oh, wichtiger Kill, Musashi. Rush B together, ja. Jetzt darfst du eine volle W, du. Drücke W wieder durch. Mann! Ich glaube, das muss ich mir. Muss die W-Taste mal irgendwie mit Senf belegen. Irgendwas, was ich absolut nicht abkann. Hm. Ja. Nee, das war nicht gut. Nicht gut genug. War mal angezündet, ist natürlich schön, aber es reicht nicht. Ich könnte auch mal wieder Dings setzen hier für meine Leute. Ja, und die Drake verliert jetzt Leben. Wenn er nicht sogar schon tot ist. Ja, das damit war leider zu rechnen. Nein, der lenkt schon weg. Kacke. Kacke. Machen wir mal so. Vielleicht geht was rein. Bumboppen als nächstes. Komm schon. Irgendwas. Wenn ihr auch mal scharf. Jawohl, 6 Treffer. Sauber. Unflutung. So macht das. So muss das. So macht das. So kann das. Und die Flutung tickt sogar gerade noch. Das ist super. Und dann kriegen wir ihn gleich. Klasse, Leute. Klasse. Vielleicht kriege ich den auch schon. Denn 10.000 ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Topdick! Hüpf! Oh. Bei 8. Und die Kolbeerhandel. Sehr schön. Vernichten hat er noch gemacht. Zusammen, Brüder! Zusammen! Jawoll! Oh. Das ist Wahnsinn, was hier gerade passiert. Echt, die Leute von Norden, die retten uns hier die Runde. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt fehlt nur noch der CV. Flieger kommt von da oben. Das war doch was. Müssen aber gleich nochmal gucken, auf wen ich überhaupt Schaden gemacht habe. 214.000 sieht jetzt nach unglaublich viel aus. Wenn man aber bedenkt, dass ich einen Friedrich fast alleine rausgenommen habe, dann sind das schon mal 90.000 weniger oder 90.000... Ich will nicht sagen sinnlosen Schaden, aber man muss es ja eben immer im Verhältnis sehen, auf wie vielen Gegnern, wie viele Gegner ich effektiv Schaden machen konnte. Da ist er! Ich hab ihn! Gleich. Eich. Ja, du gibst besser Gas, Alter. Du gibst besser Gas, denn ich bin hier. So, was haben wir gelernt? Jäger sind völlig nutzlos. Die machen eh nur Schwachsinn. Einfach mal abwerfen. Sehen, dass er langsamer wird. Traurig werden. 2? 5. Okay, ich habe nichts gesagt. Cooler Obwurf. TV-Party. Ja. Ne, er kommt jetzt raus. Nächste Woche, da muss ich das. Ich habe das für die anderen gemacht. Ich muss das für den jetzt auch machen. Das lässt mein Stolz sonst nicht zu. Das Allerschlimmste ist Gendern. Oh Gott, Alter, was habt ihr hier für Themen? Ich spiele hier World of Warships CV und ihr fangt an mit Gender? Genderism und Co. Das ist ja verrückt. Ich glaube, ein Profi mit dem Teil macht locker seine 300.000 bis 400.000. Ein Profi macht in jedem Schiff extrem hohe Werte. Das darfst du nicht vergessen. Das ist ein Profi. Also wirklich jemand, der das Spiel in- und auswendig kennt, der die Maps in- und auswendig kennt, dem kannst du auch Schrott geben und der macht da auch seine 100.000, 200.000 aufwärts und holt die Runden. Oder macht die Runden noch spannend. Sagen wir es so rum. So. Na komm, machen wir die Flieger nochmal hinterher. Nein, der hat zugelöscht. Schade. Und die Runde ist vorbei. Oh.
aktuell hat man er, es, in. Ja, früher gab es eher sie auch noch. So, ja, schadenstechnisch, auf wen habe ich den Schaden gemacht? Müssen wir mal gucken. 53, guck mal, 5, ja, das ist es eben. Midway, den Schaden können wir theoretisch rausnehmen, weil die Runde war schon gelaufen. Also der war schon alleine da. Aber AFK, Friedrich, der einfach geradeaus fährt, volle Breitseite zeigt, scheiß auf Torpedos, scheiß auf Einlecken, scheiß auf HE. Das sind halt 200, ein Viertel von meinem Schaden ist an diesem hier. Iowa hat sich auch nicht wirklich bewegt, Sovius. Kommt so viel Schaden hier. Guck mal, Brände 40.000, Wassereinbrüche 32.000. Also der Großteil kommt durch die, oder kam jetzt durch die Torpedospringkorb mit 3.400 durch die Raketen. Ich glaube, ich habe auch nur einmal benutzt, ne? Haben wir viel verloren. Wir haben viel an der Colbert verloren, an der Midway, das ist zu erwarten. An der San Luis, also an den Kreuzern. Taten ordentlich weh. Und sonst... Oh, wie lange das jetzt schon geht? Ja, das passt eigentlich. Also, ja, was soll ich sagen? Schadenspotenzial, wir haben es bei den Achtern gesehen. Bei Sechsern noch nicht so ganz, aber beim Achter ging es dann richtig los. Schadenspotenzial ist enorm. Gerade wenn ihr euch noch kartentechnisch irgendwie gut hinstellen könnt, ihr könnt die Dinger durch den Speedboost so schnell raushauen. Ihr seid so schnell wieder am Gegner dran und könnt da Tabernak betreiben. Und wir sehen, ne? 1800 Erfahrung und gerade... Bei 252.000 Schaden, gerade mal 1.800 Erfahrungen. Also da sieht man einfach, Schaden ist nicht alles, der prozentuelle Schaden ist wichtig. Und so gesehen habe ich die Schlachtschiffe ein bisschen geärgert, aber DDs gab es jetzt nicht, das war mein Vorteil. Wir hatten nur die Tashkent. Eine Tashkent möchte ich ungern angreifen, weil die einfach zu schnell ist. Und sonst auf die Kreuzer konnte ich ein bisschen mitmachen. Aber an sich war das reines Schadensfarmen auf die Schlachtschiffe. Und es hat super funktioniert. Wenn man die Möglichkeit hat, wenn die eben Breitseite zeigen, wenn man da irgendwie den Anflug, den Winkel einigermaßen gut bestimmen kann, ohne da eine Minute einen Kreis zu drehen und auszuweichen, dann haut das Ding ordentlich rein. So, ich freue mich auf die Linie, ich freue mich auf das Hochspielen, eben wegen der Besonderheit, dass man nur einen Angriff hat und würde mir, ich kann es nochmal wiederholen, ich würde mir wünschen, dass das für alle kommt. Denn das ist wie früher und dann kann man vielleicht auch den Schaden noch ein bisschen runtersetzen oder ein bisschen reduzieren, wenn man allen eben nicht den dauerhaften Angriff gibt, sondern wirklich nur einen einzigen. Aber das ist nur meine Meinung. Haut mal rein, was ihr so von den Dingern haltet, was ihr von den CVs vielleicht allgemein haltet. Und ja, ab nächster Woche die Nakimov dann auch zu erspielen. Und ihr werdet sie dann wahrscheinlich auch häufiger in den Gefechten sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.